Lisa ist so tief unten wie noch nie. Sie sieht keinen Sinn mehr in ihrem Leben, denn ihr Mann hat zu ihr gesagt, ich fühle nichts mehr für dich und er hat Schluss gemacht mit ihr. Ich weiß sehr gut Bescheid über diese Frau. Ihren Namen habe ich geändert. Es tut mir sehr leid, dass Lisa jetzt wegen dieser Trennung so deprimiert ist. Für Lisa scheint das Leben ohne ihren Ehemann jetzt wertlos zu sein. Mir ist klar, die Ehe kann einem Leben einen tiefen Sinn geben. Sie hat für mich etwas Göttliches. Und gleichzeitig bin ich überzeugt, das höchste Lebensziel des Menschen geht über die Ehe hinaus. Nämlich es ist für mich die Berufung für jeden Menschen, in einem innigen Verhältnis zu Gott zu leben, als Kind Gottes zu sein. Und das kann schon in dieser Welt beginnen. Ich lebe als Franziskaner ehelos. Nicht, weil für mich die Ehe weniger Wert hätte, sondern weil ich damit genau auf das letzte Ziel eines jeden Menschen hinweisen möchte. Und ich orientiere mich dabei an den Worten Jesu, der gesagt hat, nur in dieser Welt heiraten die Menschen. Aber die, die Gott für würdig hält, an der Auferstehung der Toten teilzuhaben, die werden dann nicht mehr heiraten. Sie sind zu Söhnen Gottes geworden.